Mein bezaubernder Patrick. Mein Gott. Mhm. Ich bin schwer begeistert. Apropos schwer. Das ist mein Gott im Himmel. Wow. Ach, gefällt mir gut. Bitte schön, die Herrschaften. Fühlt sich auch toll an. Mhm. Einen wunderschönen guten Tag, die Herrschaften. Christiane. Christiane. Ich bin der Uli. Christiane und Uli, darf ich euch diesen netten Herrn vorstellen? Das ist Patrick Lessmann. Hallo. Hallo, angenehm. Und wenn der schon begeistert ist, soll das schon was heißen. Wir sind beide begeistert. Ja. Bevor wir darüber reden, ganz kurz über euch beide. Ihr seid ein Ehepaar? Nein. Wir sind ein Paar. Aber ein Paar? Ja. Ihr Lieben, wo stammt das denn her? Das ist von meiner Mutter. Und meine Mutter schickt mich. Die ist jetzt 101 Jahre alt. Nein. Wie heißt deine Mami? Margarete. Margarete, so wie meine. Marga möchte sie aber nur genannt werden. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, steigen wir in die Expertise ein. Gut. Patrick. Ja, also, wir haben, wie wir unschwer erkennen können, ein Münzarmband mit 4 klassischen Anlagemünzen in 900er Gold. Ja? Und da gehe ich mal etwas näher drauf ein. Wir haben nämlich unterschiedliche Münzen. Wir haben 2-mal die 100 Kronen aus Österreich. Wir haben die 50 Pesos aus Mexiko und 20 Dollar aus den USA. Wir starten mal mit den 100 Kronen. Hier haben wir auf dieser Seite haben wir das Konterfei des österreichischen Kaisers Franz Josef I. Und auf der Rückseite, kann man drüber? Ach, ja, Münzen haben immer 2 Seiten. Gravitückisch. So, und auf diesen anderen Seiten haben wir das österreichische Wappen mit dem Doppeladler unter der Rudolfskrone. Und hier sehen wir auch die Jahreszahl 1915. Diese 100 Kronen wurden zwischen 1908 und 1915 hergestellt und werden heute noch nachgeprägt, offiziell. Also keine Imitation, sondern werden offiziell vom Staat nachgeprägt und dann immer mit der Jahreszahl 1915. Deswegen können die relativ neu sein. Genau, da gehen wir von aus. Also es sind ganz, ganz viele dieser Münzen im Umlauf mit dem Jahr 1915, die auch heutzutage noch nachgeprägt werden. Deshalb gehen wir hier von offiziellen Nachprägungen aus. Ähnlich sieht es bei den 50 Pesos aus Mexiko aus. 50 Pesos Centenario heißt es. Und zwar wurde diese 1921 erstmals geprägt zum 100-jährigen Jubiläum der Unabhängigkeit Mexikos von Spanien. Und hier haben wir 1947, also diese Münzen wurden von 1921 bis 1947 geprägt und dann nochmal bis, ich glaube, 1972 nachgeprägt. Und dann auch immer mit 1947 geprägt. Ja? Das heißt, auch hier können wir davon ausgehen, dass es eine offizielle Nachprägung ist. Bei den 20 Dollar aus den USA ist es etwas anders. Hier haben wir nämlich die Originalmünze. Ja? Diese wurde, das ist die Liberty hier vorne auf der Vorderseite vor den aufgehenden Sonnenstrahlen. Und diese Münze heißt Double Eagle St. Gaudens, nach dem amerikanischen Bildhauer, der dieses Münzbild entwarf. Und ist hier gestempelt mit 1924. Ja, und diese Münzen wurden zwischen 1912 und 1933 geprägt. Und danach nicht mehr. Das heißt, hier haben wir die Originalmünze aus 1924, also 100 Jahre alt. Aber die sind ja in einer Fassung reingemacht worden, dass man sie wieder rausnehmen könnte. Ja, ne? Man kann die Münzen zerstörungsfrei, also zumindest, dass die Münzen nicht zerstört werden, rausnehmen. Das ist ganz wichtig. Sind in Zargenfassung eingefasst. Ich zeige es mal hier an der Seite, hier sieht man es ganz gut. Finde ich sehr, sehr gut gelöst und ist auch komplett in Handarbeit gemacht. Ja. Was für ein Gold haben wir bei dem Armband? Bei dem Armband sind wir bei 585er Gold. Das ist hier vorne auf dem Schnepper gestempelt. Und die 4 Anlagemünzen sind in 900er Gold. Was denkst du, wie alt es ist? Ich denke, dass es irgendwo in den 70er, 80er Jahren entstanden ist. Was sagst du zum Zustand? Gut, es hat ein paar Tragespuren, aber es ist ja dann sicher auch mal getragen worden. Mhm. Und genau das finde ich bei sowas gut. Also hier haben wir natürlich die Kombination aus Anlage mit einer hohen Wertsteigerung und einem richtig vorstelligen Schmuckstück. Was würdet ihr denn gerne haben wollen? Von 8 bis 9.000 haben wir. 8 bis 9.000. Wie schätzt Patrick das Armband ein? Insgesamt wiegt das Armband komplett 220 Gramm. Da komme ich auf einen Goldwert des Armbandes, 585er. Auf 2.700 Euro. Mhm. Die 4 Münzen zusammen haben einen Goldwert von 8.100 Euro. Das heißt, da sind wir schon beim Materialwert, aktueller Goldwert, 10.800 Euro.
Dabei möchte ich es aber nicht belassen. Ich würde etwas drüber gehen, weil ich auch hier die handwerkliche Leistung und Arbeit würdigen würde. Deshalb bin ich da bei 11.500 bis 12.000 Euro. Kommt man nicht mehr an. Also ich sag mal so, da ist eine Ecke weg von schlecht. Ja. Ne? Ich bin jetzt schon gespannt auf die glänzenden Augen von unserem Händlerteam. Ja. Die werden so, wenn du damit reinkommst, so ding, 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 ding. Naja. Ich hoffe, die Augen hängen alle fest. Und dann bin ich mal gespannt, wie hoch die gehen, ja, ihr Lieben. Ja. Bitte schön. Viel Vergnügen, okay, und noch mal ganz liebe Grüße an die Maga. Ja, gib ihr ein fettes Küsschen von uns. Alles Gute. Na, da geht's rüber. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Viel Erfolg. Tschüss. Nun darf das gewichtige Goldstück bestaunt werden. Guten Tag. Einen schönen guten Tag. Hallo, grüße Sie. Guten Tag. Kannst du auch mir geben? Gerne. Münzen. Sehr gut. Oh mein Gott, ich traue mich jetzt nicht, ich traue mich gar nicht, das aufzunehmen. Wow. Oh, ich glaube, das ist das schwerste Münzarmband, was ich jemals hatte. Nicht schlecht. 585er? Ja. Genau, ja. Also da kommt schon alleine ein bisschen was an Gold zusammen. So, und dann haben wir vier große Münzen, alle in Unzennähe. Also insgesamt viermal circa 30 Gramm, sind 120 plus 7, also so 130 Gramm alleine Feingold in Goldmünzen. Mhm. Und dann eben noch das Armband. Ja. Nicht schlecht. Für einen Rapper kein Problem. Ja, die könnten so ein Bling-Bling tragen. Meine Mutter hat das getragen. Ja. Ich muss noch mal nach dem exakten Materialwert fragen. Ja. Also Münzen 8.100, mhm, und das Band selber 2.700. 10.800 Euro insgesamt. Ja. Ich würde jetzt mal anfangen mit 10.000 Euro. Ich biete Ihnen 10.500 Euro. Der exakte Goldpreis liegt bei 10,8. Der Goldankäufer, der sehr seriös ist, arbeitet mit 2 Euro unter dem Goldpreis. Das heißt, wir sind jetzt genau da, wo ein sehr seriöser Goldankauf als Investment stattfinden kann. Die 100 Euro gehe ich noch mit. Dann sind wir bei 10,6. Ich mag gerne noch 10.700 Euro. Wenn man da verdient, verdient man 150 Euro. Mhm. Wenn überhaupt. Ja. Das muss ich sagen, deswegen bin ich jetzt raus. Sind Sie einverstanden mit den 10.750, ja? Ja. Super. Super. Dann würde ich Ihnen 5.000 Euro anzahlen und den Rest per Sofortüberweisung. Machen wir. Okay. Ja? Ja. Ja. Super. Die drei sind sich einig. Sehr gut. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Jede Menge grüne Scheine, aber Sie haben auch einfach gute Ware mitgebracht. Sehr schön. Ja. Das haben Sie sich verdient. Liebe Grüße an die Mutter. Dankeschön. Und alles Dankeschön. Gute für Sie. Danke. Mhm. Tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ciao. Danke Ihnen. Tschüss. Tschüss. So, ja, das. Ja, das ist doch was zum Feiern. Mhm. Wirst du es selber tragen? Ja. Nur nachts. Ja.